Servus, grüßt euch. Ich bin's, der Hans aus dem Flügel Agro Center und heute melde ich mich aus dem Agro Center, aus unserer Ausstellung. Und ich möchte die Chance nutzen, euch unsere neue Mulcher-Serie vorzustellen. Vor mir seht ihr ja, den größten Mulcher, den wir mir anbieten. Das ist der Tornado 2750. Wie der Name schon sagt, Tornado. Er hat unten drin ein 200er Wallen und die Hammerschläge, die machen eine richtig gute Arbeit. Was wichtig ist für diese Maschine zu wissen, ist, dass wir 2,75 Meter Arbeitsbreiten haben. Wir haben verschiedene Arbeitsbreiten. Dann haben wir da ein Getriebe sitzen, das einen automatischen Freilauf hat, den man praktisch von vorn antreiben kann und auch von hinten am Schlepper. Dann haben wir hier einen Riemenantrieb. Ganz wichtig zu wissen, dass ein 5 Riemen drin, 5 Zahnriemen, die dafür verantwortlich sind, dass die Kraft vom Getriebe dann auch unten auf die Mulcherwelle übertragen wird. Und da sind natürlich 5 Riemen optimal. Da herunten sieht man, dass man die Walze und auch die Gleitkufe in 3 Positionen bzw. in 5 Positionen verstellen kann, je nach Anforderungen im Schlag. Ja, unser Tornado hat natürlich hier vorne auch eine Möglichkeit, eine Klappe zu öffnen. Das heißt praktisch, da ist eine Klappe drin, die sitzt an 5 Scharniere da hier vorne. Und wenn ich da an der Seite links und rechts die Sicherungsschraube rausmache, dann kann ich, wenn ich zum Beispiel eine Zwischenfrucht einarbeite, habe ich die Möglichkeit, dass da hinten das Material schneller wegkommt. Und dann verhindert das natürlich, dass der Mulcher über das gemulchte Material drüber springt und das Material kann hinten sauber weg. Wir haben auf derer Seite und auf derer Seite jeweils die Möglichkeit, den Mulcher um 300 mm zu verschieben, das heißt seitenversetzt zum Fahren. Ist natürlich auch Standardausrüstung. Gefahren wird der doppelte Treibpunktbock über Kategorie 2. Und wer jetzt so sagt, nein, also einen Frontmulcher oder einen Heckmulcher brauche ich nicht, ich möchte halt eher gern auf so einen Böschungsmulcher gehen, der sieht dann hinter uns die Version Eddy. Und die Version Eddy gibt es auch in verschiedenen Breiten. Das war jetzt der 2,10 Meter. Auch ganz normal 5 Riemenantriebe, verstellbare Walze, verstellbare Gleitschiene. Das Besondere ist an dem, dass ich den bis zu 2 Meter ausfahren kann und dann auch in der Neigung verstellen kann, damit ich irgendwo an einem Hang oder an einer Böschung sauber über den Hickem und die Arbeit verrichten kann. Da ist übrigens auch serienmäßig ein Freilaufgetriebe drauf, das heißt, wir brauchen keine freilaufende Zapfwelle, auch Kategorie 2. Wenn ihr Interesse habt, wir haben vom Tornado auch noch einen kleinen Bruder, das ist der Mulcher Turbo, der unterscheidet sich im Anbaubock, der hat nicht ganz so einen schweren Anbaubock wie der und den gibt es dann auch in kleineren Breiten. Ich darf aber jetzt sagen, wenn ihr Interesse habt, dann schreibt uns einfach unten in die Kommentare rein, ruft uns an oder kommt vorbei und schaut es euch an. Ist ein mega Produkt, geht richtig gut. Ich würde mich freuen, wenn ich euch auch einen verkaufen kann. Also, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Pfiat euch!